Eure Zeichnung. Ich habe heute mal zwei Aquarellserien rausgesucht von Ralf und Peter. Und da gibt es einen prinzipiellen Unterschied, weil bei Peter, die Zeichnung, die ich euch jetzt zeige, ist eine sehr klare Zeichnung noch zu sehen. Also er arbeitet auch mit dunklen Tönen, also mit Schwarz vor allen Dingen. Und ihr werdet gleich sehen, dass bei Ralf, also die Vorzeichnung gar nicht mehr, also er zeichnet auch vor, aber da merkt man mehr, dass die Farbe im Vordergrund steht. Wobei das bei Peter nicht bedeutet, dass es keine Farbe ist. Aber ihr werdet gleich sehen, wie der Unterschied ist. Ja? Also hier, ich finde, perspektivisch von diesen Dingen ist das alles sehr schön gelöst. Aber das Schwarz ist so präsent, dass es fast was Expressionistisches hat. Ja? Also wir sehen, der Baum vorne ist fast so dunkel, also ist eigentlich dunkel wie der hinten. Also die Farben nehmen, also die gehen nicht auf die Perspektive ein. Wenn wir jetzt das, die Dresdner Hofkirche uns angucken, denke ich, ist das ein ganz schönes Blatt. Aber auch hier ist sozusagen das Schwarz das vermittelnde Element. Ja? Also das Schwarz zieht sich überall durch. Und hier denke ich sogar, dass Peter im Nachgang dann mit Tusche drüber gegangen ist. Also ob das jetzt eine Ziehfeder ist oder ein Filzer oder irgendwas, ist eigentlich egal. Aber es wird dann immer noch mal mit Schwarz gehalten, die Flächen. Manchmal bleibt die Farbe alleine stehen, wie bei dem Baum, aber hier bei den Häusern gerade wird umrandet, wird viel sozusagen mit den schwarzen Linien sozusagen das ganze Ding nochmal festgehalten. Also ihr seht das gerade hier, wo Himmel und Dach sich vermischen, da dient die Linie wirklich auch als Trennung. Also es gibt da überhaupt keine Vorschrift, dass das gemacht werden und nicht gemacht werden darf. Darum geht es mir gar nicht, sondern mir geht es eigentlich hier darum, euch zu zeigen, das ist eben auch Aquarell, manche sind ja da sehr dogmatisch und sagen, das muss nur Aquarell sein und die Linie darf gar nicht da sein. Das halte ich für, wenn es so eine Meinung gibt, ja, weiß ich nicht, warum es die geben sollte. Man kann auch, ich habe früher sehr, sehr akkurat mit Bleistift vorgezeichnet und dann wirklich diese Flächen laviert mit sehr klaren Abgrenzungen, weil die Linien mehr die Grenzen gezeigt haben. Ich habe das dann aber mittlerweile zeichne ich auch manchmal mit Tusche danach. Also ich finde das ein sehr, sehr auch eine sehr gute Möglichkeit. Ja, aber ihr merkt, es gibt einen ganz bestimmten Ausdruck im Bild, ja, weil das Schwarz sozusagen hier auch immer eine sehr dominierende Farbe ist. Sogar hier, wo wir am Strand sind, die Wellen werden sogar hier mit Schwarz abgegrenzt. Das Weiß ist hier viel wichtiger als das Schwarz, aber er macht das, was hier mit dunkler Farbe gemacht werden könnte, das versucht er auch mit dem schwarzen Strich zu stabilisieren. Also die sind in sich sehr geschlossene Zeichnungen. Und wenn wir jetzt uns mal Ralf angucken, der höchstwahrscheinlich zeichnerisch hier die eine oder andere perspektivische Problematik hat, das ist aber völlig uninteressant, ja, in diesem Augenblick. Also es ist räumlich so gut gezeichnet, dass man es genauso abnimmt. Aber gerade die nächsten Zeichnungen, gerade hier, das gefällt mir schon, das hat so eine ganz eigenwillige Farbigkeit. Ja, auch dieses Gelb von der Skulptur, die gar nicht durchgearbeitet ist, nur in der Zeichnung stehen geblieben ist. Hier könnte auch sein, dass ein Foto dem zugrunde lag. Man sieht das hier an dieses Podest der Figur, das ist sehr, sehr perspektivisch, sehr genau. Und auch das ist nicht so schlimm. Man kann also Fotos zugrunde nehmen und so weiter. Aber hier ist mit der Farbe ist sehr, sehr frei, ist er sehr, sehr frei reingegangen. Ja? Er hat sich zwar an die Linie auch gehalten, aber wenn ich den Baum sehe, der ist sehr gekonnt hingesetzt. Ja? Also das Grün, wie das so über das Blatt schwebt. Und diese zwei roten Punkte, wenn ich die mal wegnehme, seht ihr, dass dem Bild irgendwas fehlt? Und wenn ich die dazu nehme, auf einmal merkt man, die roten Punkte, die gehören mit zur Komposition. Also hier merkt man mehr, dass die Farbe eigentlich die Komposition ist und nicht die Zeichnung. Ja, auch hier das Rot, wie wichtig diese roten ungarstrahlenden Dächer sind. Wenn wir das wegnehmen, zerfällt das etwas, aber die Dächer strukturieren, bringen sozusagen nochmal die Beziehung der Bäume zu den Wiesen und so. Und auch hier seht ihr perspektivisch,
da lag bestimmt kein Foto zugrunde. Und es ist also vielleicht bei der Kirche, die ist sehr akkurat gezeichnet, aber hier der Weg, der stürzt so ab. Die Menschen sind perspektivisch nicht ganz richtig gesetzt. Aber das ist uninteressant. Ja? Ihr seht selber, man guckt auf das Bild nicht wegen der Perspektive, sondern wegen den Farben. Und hier, das finde ich ein sehr tolles und kräftiges Blatt. Ja? Also auf so einen getönten Untergrund dann so eine wirklich kräftige Zeichnung drauf zu machen. Das ist ja auch eine Art von Aquarell. Und da muss ich sagen, das sind Versuche bei Ralf, die wirklich sehr, sehr interessant sind. Ja? Und aus diesen, zum Beispiel, alleine aus dieser Art und Weise eine Serie zu machen, würde viel bringen. Ja, also getöntes Blatt und dann wirklich mit kräftigen Linien mal drauf. Und wir haben hier ein Element, reicht völlig aus. Also, ihr seht, wie unterschiedlich die Dinge sind und wie sehr sich auf einmal eine eigene Sprache entwickelt. Ihr müsst da nicht drauf losziehen, ihr seid der, die ihr seid. Und der Stil oder die Handschrift, die kommt von ganz alleine. Aber wichtig ist, ihr müsst arbeiten, kontinuierlich und fertig machen. Und dann steht auch eine Handschrift, da muss man gar nichts dazu tun. In diesem Sinne.